今おばあさんです。いやいや、もうでもうでとね、多分いやフェデリカはね、もう30歳になったね、おばあさんかな。Am Waldrand blieb ich stehen. Kein Mensch weit und breit. Zwischen dunklen Steinen lag das verschneite Bachbett. Das Wasser floss mit leisem Glucksen unter der Eisdecke dahin und die Sonne leuchtete durch die Zedern. Ich stimmte die Geige und spielte. Und in dem Augenblick, da mein Bogen über die Saiten strich, war mir auf einmal, als ob sich etwas zwischen den Zedern bewegte. Ein grauer Schatten tauchte aus dem Unterholz. Ein Wolf. Er blickte mich an. Der Wolf lauschte und hatte keine Angst. Es war ein Wolf, der meine Nähe suchte. Warum bloß? Jetzt legte er den Kopf ein wenig schräg. So sahen wir uns eine Weile an. Wenn du mir nichts tust, sagte ich, werde ich dir etwas vorspielen. Die Wolfsohren richteten sich hoch. Das Tier horchte aufmerksam. Ich bemerkte, dass es sich um ein Weibchen handelte. Langsam ließ ich den Bogen über die Saiten gleiten. Die Tonerzeugung war vermutlich fehlerhaft, aber das spielte jetzt keine Rolle. Und wahrhaftig, die Spielart schien der Wölfin zu gefallen. Sie rückte leicht näher, wobei der Kopf aufrecht blieb und die Ohren flach lagen. Sie bot mir Freundschaft an. Nach einer Weile ließ ich den Bogen behutsam sinken. Das macht Spaß, nicht wahr? Die Wölfin klopfte mit dem Schwanz auf den Schnee. Als Antwort schlug ich mit dem Finger auf den Resonanzboden. Wenn du gerne Musik hörst, komme ich wieder und spiele für dich, sagte ich. Die Wölfin stand plötzlich mit gesträubtem Nackenhaar. Der Schwanz stellte sich hoch, die Ohren waren nach vorn gerichtet. Sie zog die Lefzen zurück und zeigte die Zähne. Doch ihre Alarmbereitschaft galt nicht mir, sondern zwei Männern, die mit Gewehren über den Weg kamen. Jäger. Mach, dass du wegkommst, flüsterte ich. Ich packte meine Geige in den Kasten. Hoffentlich verwechselten mich die Männer nicht mit einem Tier. Und so rief ich ihnen zu, habt ihr was geschossen? Was machst du denn hier, Musik? Deutete einer auf meinen Geigenkasten. Ich habe mein Gewehr darin versteckt. Die Jäger lachten. Ich lachte mit ihnen. In der Nacht schneite es. Ich war froh darüber. Der Neuschnee würde die Spuren der Wölfin verwischen. Wie ich auf die Idee gekommen bin, Shana zu schreiben, das ist eigentlich
Der ursprüngliche Grundgedanke war, eine weltberühmte Pianistin, die in einem großen Anwesen in Amerika eine Art Paradies für Wölfe gegründet hat und die Wölfe heiß liebt. Irgendwann mal hatte ich, als ich diese Pianistin hörte und mich mit ein bisschen mit ihrem Leben befasste, die Vorstellung, dass ich mal über ein Mädchen schreiben könnte, das Musik macht und eine Wölfin kommt und zuhört diese Musik. Allerdings, da stand ich vor einem kleinen Problem. Wie soll dieses Mädchen, wenn sie Pianistin ist, ihr Klavier in den Wald transportieren, sich da hinsetzen und im Wald Klavier spielen? Es geht doch nicht. Und darum habe ich mir überlegt, dass aus dem Mädchen mache ich keine Pianistin, sondern eine Geigenspielerin. Eine Geige ist ein handliches Instrument und die kann das Mädchen durchaus mit sich tragen. Sie kann in den Wald gehen und kann den Wölfen etwas vorspielen. Darum habe ich mir überlegt, das wäre schön, wenn es eine junge Indianerin wäre, eben die Shana, die zugleich eine begnadete Geigenspielerin ist und eben als Indianerin ein besonderes Verhältnis zur Natur und zur Tierwelt hat. Familien aufgewachsen mit einem jüngeren Bruder und er hat durch krankheitsbedingt auch durch seine Person eigentlich sehr viel Zeit von meinen Eltern gebraucht und ich bin relativ viel allein gewesen, aber es ist auch etwas, was ich auch, also auch heute noch gerne habe, so ein bisschen allein sein und lesen und Zeit haben für mich und ich habe dann sehr, sehr, sehr viele Bücher von ihr gelesen und ich glaube, das Schlimmste, was ich meiner Mutter je gesagt habe, war, dass ich gesagt habe, Bücher von Federica De Cesco haben mich erzogen. Und so als Aussage. Das war wahrscheinlich relativ hart bei euch heute auch. Aber es zeigt, so ein bisschen, wie wichtig das war für mich. Also es war so ein Punkt in meinem Leben, wo etwas, was ich mich daran gehabt habe, etwas, was ich bewundert habe. Ich wollte immer so einmal sein wie die Hauptfiguren, die starken Mädchenfiguren. Und gelesen habe ich die Bücher, entweder wir hatten einen Garten zu Hause, im Sommer meistens dann im Garten. Und sonst sehr viel, ich habe meistens auf dem Boden in meinem Zimmer gelegen, auf dem Bauch und hatte das Küsschen so unter dem Bauch gehabt. Und dann, wenn es geheissen hat, es ist 8:30 Uhr, Licht aus, klassisch, Taschenlampe und Bettdecke drüber. Bis die Mutter gefunden hat. Das ist so, ich kann mich so noch gut erinnern an eine Szene, wo ich sehe relativ schlecht. Und einmal bin ich am Morgen aufgewacht und ich bin wirklich eingeschlafen unter der Bettdecke mit den Brillen auf der Nase. Und bin am Morgen aufgewacht und das Gefühl hatte, es ist ein Wunder passiert. Ich sehe jetzt gut, bis ich gemerkt habe, dass es nur die Brillen ist, die noch auf der Nase geblieben ist. Ja, es ermutigen zum Anderssein ist sicher etwas, wo die Literatur einem hilft, es aufmuntern, zum anstehen, zum selbstsicher sein, zum selbstbewusst sein, zum auch mal trauen zu sagen, was man will. Also wenn ich denke,
Meine Mutter ist mit zwei Brüdern aufgewachsen und es war klar, dass sie einen Beruf ergreifen muss, wo man relativ schnell selber Geld verdient, dass man sicher für Mädchen nicht noch Geld investiert als Eltern in Bildung. Und das ist sicher etwas, wo ich vielleicht auch aufgrund von diesen Büchern gefunden habe, ich habe das Anrecht darauf, so lange in die Schule zu gehen, wie ich will. Die Leserinnenbriefe, hier habe ich eine Beige auf dem Tisch. Das ist natürlich nur eine kleine Beige. In Wirklichkeit sind das riesen Kartons, die sich bei mir im Keller, in sämtlichen Kellern, wo ich hinziehe, aufstapeln. Die Leserinnen schrieben damals, das war so in den 70er Jahren, sehr, sehr viel, sehr gerne. Sie schmückten dann die Briefe mit Zeichnung aus, mit romantischen Herzchen. Es war einfach etwas sehr, sehr, sehr Persönliches. Und ich hatte immer das Bedürfnis, ein sehr enger Kontakt mit meinen Leserinnen zu pflegen. Und bin diesen vielen Leserinnen und Lesern dankbar, die mir geschrieben haben, weil sie mir bei meinem Werdegang sehr geholfen haben, weil sie mir gezeigt haben, dass ich nicht einfach so